Liebe Zuschauende, herzlich willkommen zurück in Transomworld 3 auf dem PC. Zusammen mit mir, ich bin Felix der Weise. Und wir sind wieder unterwegs auf der deutschen Strecke Bremen-Oldenburg und befinden uns heute hier am Hauptbahnhof von Oldenburg. Gerade ist ja anscheinend ein Intercity angekommen, Fahrgäste steigen ein und aus. Da drüben steht ein Nahverkehrszug mit den neuen N-Wagen und da noch eine Baureihe 612. So, welchen Zug werden wir heute nehmen? Wir nehmen heute gar keinen Zug, sondern wir machen heute einen kleinen Spaziergang, denn ich bekomme sehr oft in den Kommentaren die Frage, ob denn wirklich die Klappbrücke in Oldenburg funktioniert, also animiert ist, denn das war ja ursprünglich so angekündigt, dass sie sich wohl ab und zu auch nach oben klappt. Also ich meine diese große Brücke hier kurz hinter dem Oldenburger Bahnhof in Richtung Bremen, die Brücke über die Hunte. Und dann gab es jetzt einen Tipp vom Denise oder von Dennis, diese Person meinte, dass sich wohl diese Brücke um 10.40 Uhr nach oben klappen soll. Und deswegen habe ich mir gedacht, wir gucken uns das an. Wir machen heute mal einen kleinen Spaziergang hier vom Oldenburger Hauptbahnhof zu dieser besagten Brücke und wollen schauen, ob die sich wirklich um 10.40 Uhr oder beziehungsweise 10.38 Uhr nach oben klappt. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt drauf, ob der Tipp stimmt. Falls er nicht stimmen sollte, naja, dann ist es entweder ein Zufallsereignis, dass es sich manchmal nach oben klappt und manchmal nicht. Aber wir werden das Ganze ja jetzt gleich in wenigen Minuten sehen. Es ist jetzt um 10.31 Uhr und es ist ein kleines Stück zu laufen. So, jetzt werden wir hier über die Gleise laufen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, bitte im echten Leben, im Real Life, niemals nachmachen. Einfach bei so großen Bahnhöfen über die Gleise gehen. Nicht nachmachen, das ist erstens lebensgefährlich, zweitens ist das in Deutschland teilweise auch strafbar, gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr, drittens, wenn ihr da erwischt werdet, kann das neben einer Strafanzeige auch ganz viel Geld kosten, wenn die wegen euch den Bahnverkehr lahmlegen müssen oder unterbrechen müssen, das ist für euch oder eure Eltern richtig, richtig teuer. Also lasst es bitte im Vorbild. Ihr seid jetzt Mitarbeiter bei der Bahn, dann ist das wieder was anderes. Und hier im Spiel wird auch nochmal darauf hingewiesen, wenn ihr Transomworld 3 startet. Und von daher sind wir ja hier im Spiel auch Mitarbeiter bei der Bahn. Und da dürfen wir das natürlich ansonsten als ganz normaler Fan oder Transporter, lasst es bitte. So, hier sehen wir jetzt im Vorfeld vom Oldenburger Hauptbahnhof auch abgestellte Züge und euch fällt natürlich auch auf, wir sehen jetzt hier Züge, die im die hier bei dem DLC nicht enthalten sind, aber der Modus, die Strecke zu Fuß zu erkunden, gehört zum Fahrplanmodus und natürlich sehen wir das auch, wenn wir weitere deutsche DLCs besitzen und installiert haben, da sehen wir natürlich auch weitere Fahrzeuge hier eben rumfahren und können diese auch im Fahrplanmodus selber fahren, beispielsweise IC1 oder Intercity, was wir ja schon gemacht haben hier im Let's Play zu der Strecke. Und ich habe natürlich auch noch eine Fahrt geplant hier mit der Baureihe 612. So, jetzt nähern wir uns langsam der Brücke. Hier vorne sehen wir noch das große Stellwerk vom Oldenburger Hauptbahnhof. Und gucken mal. Ja, also ich glaube, das können wir natürlich nicht betreten. Aber grundsätzlich können wir hier eben ja sehr viel auch zu Fuß erkunden. Wir hätten auch hier vorne an den Nebengleisen starten können, aber ich habe mir gedacht, wir machen mal einen kleinen Spaziergang. Ausgewählt habe ich jetzt hier Winter, also Schnee, aber die Schneedecke, also den Bedeckungsgrad sehr gering gesetzt. Und so dürfte es ja im Vorbild wohl auch aussehen, zumindest in meiner Gegend, wo ich wohne, sieht das aktuell noch so aus. Da hat es vor einigen Tagen geschneit, aber aufgrund der Kälte ist der Schnee auch liegen geblieben. Und ich weiß nicht, wie es in Oldenburg-Bremen ist. Falls jemand aus der Gegend zuschaut, schreibt es mal in die Kommentare, ob es dort wirklich geschneit hat und ob es dort auch noch ein bisschen Schnee gibt oder ob es dort, das ist ja ein bisschen niedriger gelegen und mehrere hundert Kilometer von meinem Wohnort weg. Das heißt, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob da wirklich auch noch ein bisschen Schnee und Eis ist oder ob da gar kein Schnee liegt. Ich weiß es aktuell nicht. Ich war ehrlich gesagt auch ein bisschen zu bequem, das jetzt noch zu recherchieren. Und so echte Wetterdaten übernehmen, das geht ja in Transomworld 3 leider nicht, so wie man das aus manchen Flugsimulatoren oder so kennt, wo man das echte Wetter übernehmen kann. Der Grund ist wohl, dass es da eben aktuell noch kein Anbieter gefunden wurde, dass man einfach so diese echten Wetterdaten da mit reinnehmen kann. So, da vorne sehen wir schon die Klappbrücke zu Oldenburg. In gut 3 Minuten soll es dann soweit sein. Laut dem Tipp soll die um 10.38 Uhr hochgehen.
Ich habe auch mal was anderes gehört, dass sie auch um 12.40 Uhr nach oben gehen soll. Das wurde wohl in einem Livestream von Dovetail Games zu der Strecke beobachtet. Also wir werden schätzungsweise bis spätestens 10.45 Uhr warten. Sollte das dann nicht funktionieren, dann ist das entweder ein zufallsorientiertes Ereignis. Das heißt, mal geht's nach oben, mal geht's nicht nach oben. Aber ich denke mal eher, dass da eine gewisse Routine drin sein wird. Ich gehe mal davon aus, dass dieser Tipp schon stimmen wird. So, wir nähern uns also jetzt so langsam dem Objekt. Wir werden dann auch die Seite wechseln, also auf die Sonnenseite gehen, weil das dann doch vom Anblick her ein bisschen schöner ist. Und wir werden jetzt mal ein bisschen schneller gehen. Und hier sind nämlich schon die, ja, hier sind die Schranken schon unten. Das heißt, da könnte jetzt nochmal ein Zug kommen. Deswegen werden wir jetzt hier, gucken wir mal in die Richtung. Da werden wir jetzt hier auf jeden Fall in Richtung Brücke gehen und uns das Ganze mal aus der Nähe anschauen. So, hier sehen wir die Klappbrücke. Und die Frage ist auch, wie weit können wir zum Beispiel diese Klappbrücke tatsächlich betreten. Also auf der Brücke würde ich jetzt nicht stehen wollen, aber die Perspektive ist irgendwie so ein bisschen zu steil. Deswegen würde ich jetzt eher sagen, dass wir uns das Ganze mal aus dieser versuchen, zumindest aus dieser Perspektive hier anzuschauen. Hier haben wir einen schönen Blickwinkel, schönes Tageslicht und hier können wir in der Tat schauen. Hier kommt noch ein Zug, der jetzt gerade über die Klappbrücke fährt. Das ist der, den wir doch gerade in Oldenburg, glaube ich, gesehen haben. Am Oldenburger Bahnhof mit der 110 am Ende. Der letzte Zug, der jetzt hier noch drüber saust. Und in gut 2 Minuten soll es dann wohl soweit sein. Klappbrücke habe ich euch ja, ich glaube, in einem der Bremen-Oldenburg-Videos schon mal erzählt. Thema Klappbrücke. Und zwar habe ich da ein bisschen was aus eigener Erfahrung. In der Tat ist das immer auch im Vorbild sehr interessant, sowas mal zu beobachten. Und ich selber habe das auf der Insel Usedom, also Ostseeinsel Usedom in Mecklenburg-Vorpommern gelegen. Da kennt vielleicht der ein oder andere von euch auch die Klappbrücke in Wolgast. Und diese Brücken haben natürlich einen gewissen Plan, wann die sogenannten Brückenöffnungszeiten sind. Und der Plan, da muss man eigentlich schon Glück haben, denn im Sommer ist der dort, glaube ich, in Wolgast alle 2 Stunden. Und dann bleibt die Brücke aber auch, glaube ich, 15 Minuten oder 20 Minuten offen. Aber nur, die wird aber nur aufgemacht, wenn wirklich vorher sichtbar sich eben einige Schiffe, meistens so also Segelschiffe oder irgendwas, da eben davor aufstellen und sagen, dass sie da eben quasi den Peno-Strom passieren wollen. Da müssen die sich vor, ich glaube, spätestens 10 Minuten vorher vor der Brücke aufstellen. Sollte da eben kein Schiff durch wollen, da wird die natürlich auch nicht hochgeklappt, soweit ich das weiß. Und das ist schon ein relativ dichter Takt, alle 2 Stunden im Sommer, ich glaube zwischen 10 oder zwischen 8 und 17 Uhr. Ich glaube, letzte Öffnungszeit wurde 17.45 Uhr oder so, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Dann gibt es dort noch eine zweite, in Kamin nennt sich das, glaube ich. Die geht nur 2-mal am Tag um. Also die Öffnungszeiten sind mitunter auch sehr selten. Und ich bin sehr gespannt, ob der Tipp hier stimmt. Also wir haben es jetzt 8:38, jetzt gucken wir uns das mal an. Aber, also an Akustik ist da schon mal nichts zu hören. Und hier scheint jetzt erstmal nichts zu passieren. Aber wie gesagt, wir warten noch bis spätestens 10.45 Uhr, ob hier irgendwas passiert. Nee, also 8:38 passiert ja aktuell nichts. So wie das Ganze jetzt im Augenblick aussieht. Ja, hier sehen wir auch eine wunderschöne Winterlandschaft. Was auch cool gemacht ist hier in Schwänzenwirt 3, die Wettereffekte, die sich ja nochmal verbessert haben. Ich habe ja auch eine sehr geringe Schneedecke gewählt. Ihr könnt ja diesen Bedeckungsgrad wählen. Und das ist auch ein Highlight mit dieser Strecke, der historische Wasserturm neben der Klappbrücke. Das ist auch so ein Highlight, der ja noch aus der Frühzeit der Strecke stammt. Die wurde ja 1867, glaube ich, eröffnet. Und ja, das ist schön, wenn man solche Denkmäler hat, die dann auch erhalten bleiben. So, hier klappt sich immer noch nichts nach oben. Na, warten wir mal ab. Vielleicht ist das, wurde hier auch 10.40 Uhr gemeint, ich weiß es nicht genau. Denn im Livestream wurde ja auch von 10.40 Uhr berichtet, dass, beziehungsweise 12.40 Uhr. Wir schauen uns das einfach mal an. Ja, jedenfalls kommt hier auch kein weiterer Zug. Und natürlich sind hier die Öffnungszeiten wahrscheinlich so gelegt, dass der Fahrplanmodus das auch zulässt. Gerade hier Tages... Also Berufsverkehr am Morgen ist natürlich vorbei und Berufsverkehr Nachmittag noch nicht begonnen, denn der Abschnitt Bremen-Oldenburg, der ist ja auch im Vorbild sehr dicht befahren, dass da so alle halbe Stunde 20 Minuten ein Zug fährt, also da muss man echt schon gucken, wo man diese Öffnungszeiten dann einbaut. So, ja, 30 Sekunden noch. Ja, wie gesagt, hier historischer Wasserturm zu Oldenburg. Hier drüben noch ein, ich glaube, das wird wahrscheinlich das Haus sein, wo diese Öffnung der Brücke gesteuert wird. Das sieht für mich auch wie ein Stellwerk aus, aber Stellwerk ist ja da vorne gewesen, sind wir ja vorbeigekommen. Daher wird das schon was damit zu tun haben. So, jetzt bin ich gespannt. Noch 10 Sekunden
ob die vielleicht um 10.40 Uhr hochgeht. Wir werden uns das Ganze auf jeden Fall anschauen, wenn dem so ist. So. Ja, also gleich 10.40 Uhr und jetzt gucken wir uns das Ganze mal an, ob hier möglicherweise was passiert. Ja, sie geht hoch. Schaut euch das an. Sie geht tatsächlich hoch, die Brücke. Die wird wirklich hochgeklappt. Tolle Animation. Auf jeden Fall finde ich echt toll gemacht. Die Brücke geht wirklich nach oben. Jetzt können wir uns das Ganze auch ein bisschen näher anschauen. Wir können mal gucken, wie weit wir jetzt hier überhaupt vorgehen können. Tatsächlich wird die Oldenburger Klappbrücke wirklich hochgeklappt. Finde ich toll gemacht, dass eben auch solche Dinge hier in das Spiel eingebaut werden. Ja, ihr seht, sie klappt sich hoch. So, jetzt sollten wir natürlich nicht ganz so weit vorgehen. Ich glaube, im Vorbild dürfte man die Brücke dann gar nicht betreten, wenn da so ein Ereignis stattfindet. Ist auf jeden Fall eine richtig tolle Sache. Wir gucken uns das Ganze nochmal aus der Ferne an. So. Ist auf jeden Fall richtig, richtig geil gemacht, sowas. Das sind so Sachen, die eben, das sind eben so eine schöne Besonderheiten hier, die Transom World 3 eben zu bieten hat. Theoretisch müsste das ja auch im Train Simulator, glaube ich, möglich sein, sowas umzusetzen. Gut. So, jetzt aber gucken wir mal, vielleicht kommt sogar ein Schiff was hier durch. Was ist denn mit dem Schiff da? Kommt das? Oder nee, ich glaube, das Schiff, das liegt da nur an, würde ich mal sagen. Oder kommt das ja langsam vorgefahren? Ich bin mir da gerade nicht so sicher. So. Okay, ein Schiff fährt wahrscheinlich jetzt hier nicht durch, oder? Kommt hier noch ein Schiff um die Ecke? Da drüben kommt ein Schiff. Schaut mal hier, da hinten kommt ein Schiff angefahren. Und das fährt wahrscheinlich jetzt hier durch die Brücke, also durch diesen Kanal. Also der Fluss, die Hunte ist das. Also wir überqueren ja während der Fahrt zwischen Bremen und Oldenburg zwei größere Flüsse. Einmal hier, wie gesagt, die Hunte und dann eben nochmal die Weser, wobei die Weserbrücke natürlich nicht hochgeklappt werden kann. Aber diese hier ist ja gar nicht mal so einfach. Ihr seht es ja selber, hier liegt ja eigentlich noch Oberleitung, die ja jetzt auch dadurch unterbrochen ist. Das muss ja dann, glaube ich, auch abgeschalten werden, bevor das hochgeklappt wird. Also das ist auch schon so eine Sache. Das haben ja auch einige gesagt, Oldenburg, wenn du da mit einem Zug reinfährst, musst du eigentlich einen Stromabnehmer sogar runter machen. Und weil das da irgendwie so eine Schutzstrecke ist, das ist dann auch nochmal so eine betriebliche Besonderheit. Da drüben auch nochmal Hafengelände, glaube ich. Nee, da ist noch irgendeine Fabrik ansässig. Der Hafen selber ist da. Ja, das Schiff scheint hier durchzufahren. Tolle Animation, muss ich echt sagen. Schöne Sache, auch mal sowas hier beobachten zu dürfen. Ja, was will man denn mehr? Natürlich geht in Transom World 3 noch ein bisschen mehr. Also, auf jeden Fall geniale Idee. Jetzt warten wir noch, bis das Schiff durch ist. Ich frage mich auch, wie lang die Brücke jetzt hier hochgeklappt sein wird. Also, das ist auch so eine Sache. So, da kommt unser Schiff. Ein Frachtschiff. Cool. Der grüßt uns sogar noch. Ein Frachtschiff. Fragt mich jetzt nicht, welcher Typ Schiff das ist. Es ist klar, ich kenne mich mit Schiffen nicht aus. Man sieht, dass es ein Frachtschiff ist. Es ist auch zu sehen, dass es natürlich kein Segelboot ist oder irgendwas anderes, aber ich kenne mich mit Schifftypen so ziemlich überhaupt nicht aus. Aber es ist auf jeden Fall ein schönes Frachtschiff, wie man das häufig auf solchen Flüssen sieht. So, da fährt es einmal durch. Die Frage ist, ob das dann um 12.40 Uhr zum Beispiel dann wieder zurückkommt, nachdem es seine Fracht abgeladen hat. So, und dann klappt sich die Brücke schon wieder runter. So, das Schiff, oh, jetzt ist es ausgegangen oder wir hören es nicht mehr, keine Ahnung. Dann klappt sich diese Brücke schon wieder runter. Das heißt, die Brückenöffnungszeit ist hier sehr, sehr kurz. Vielleicht insgesamt auf 5 Minuten. Das hängt aber damit wohl zusammen, dass hier eben auch Züge ja fahren. Und wie schon erwähnt, in einem sehr dichten Fahrplanmodus. So. Und dann klappt sich die Brücke wieder nach unten. So. Und wir können dann... Jetzt ist die Frage, ob schon der erste Zug wartet. Dürfen wir schon hier passieren? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, hier klingt sich die Fahrleitung. Okay, da wird hier quasi der Strom drüber gezogen. Okay. Und da können wir hier mal drüben noch auf der anderen Seite uns das Ganze hier anschauen. Wartet hier noch irgendein Zug oder irgendwas? Ja. Hier ist die ganze Mechanik, wie das eben hier funktioniert hat. Ist auf jeden Fall eine sehr interessante Sache, das mal beobachtet zu haben. Die ganze Brückensicherung. Hier wäre es vielleicht noch eine bessere Perspektive gewesen, wie sich die ganze Brücke über das Ganze hier stattfindet. Aber ich glaube, die andere Perspektive war auch okay. Könnt ihr ja in die Kommentare schreiben. Gut, also liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, damit haben wir ja unser heutiges Tagesziel erreicht. Wir wollten uns eben diesen Vorgang mit der Brücke anschauen. Und ja,
Also, ich finde es eine total tolle Sache, dass die wirklich animiert ist und dass man sich das ganze Spektakel angucken kann, wenn man die ganzen Tageszeiten eben kennt. Wie gesagt, hier wäre es wahrscheinlich die noch etwas schönere Perspektive gewesen, sich das anzugucken, weil einfach da hätte man die Gleise und alles gesehen. Aber sei es drum, es ist, glaube ich, von beiden Perspektiven schön. Ich danke euch bis hierhin fürs Zuschauen. Freue mich, wenn ihr im nächsten Video wieder am Start seid. Habt bis dahin eine schöne Zeit. Euer Felix, der Weise.